Dschungelcamp 2023, dieser Star die Krone gewonnen. 16 ereignisreiche Tage im australischen Dschungel liegen hinter den 12 Promis. Nachdem das Abenteuer am Freitag, den 13. Januar für die Reality-Stars begonnen hat, hielten sich nur drei von ihnen tapfer bis zum Finale. Musiker Lukas Cordalis, 55, Reality-Star Gigi Birofio, 23, und Visagistin Jamila Robe, 55, stellten sich den allerletzten Prüfungen und kämpften bis zum Schluss um die Dschungelkrone. Doch nur einer durfte das Camp als Sieger verlassen. Die Dschungelkönigin 2023 heißt Jamila. Nachdem Filip Pavlovic, 28, im vergangenen Jahr die Dschungelkrone im afrikanischen Dschungel erobert hat, kann sich nun Jamila über den Sieg und das damit verbundene Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro freuen. Als Nachrückkandidatin für Schauspieler Martin Semmelrogge hat sich die 55-Jährige mit ihrer sympathischen Art nach ganz oben gekämpft. Nach Prince Damien, 32, und Philipp sitzt mit Jamila nun endlich wieder eine Frau auf dem Thron. Zuletzt war es Evelyn Burdecki, 34, die im Jahr 2019 das Camp als Königin verlassen durfte. In der letzten Prüfung haben die drei FinalistInnen noch einmal die Möglichkeit, ihre Dschungelqualitäten unter Beweis zu stellen. Jede Finalistin kämpfte in seiner Prüfung nicht nur um die Krone, sondern auch um eine Vor-, Haupt- und Nachspeise für das letzte legendäre Dschungeldinner. Jamila bemühte sich um die Vorspeise für sich und ihre zwei Mitstreiter. In ihrer Prüfung befand sich ihr Kopf in einem Glasaquarium, das erst mit Wasser und dann mit Aalen, Flusskrebsen, Wasserspinnen und Kröten gefüllt werden sollte. Doch nicht die Tiere machten der letzten weiblichen Campbewohnerin zu schaffen, sondern das Wasser. Es kam Wasser durch die Nase, ich habe keine Luft mehr bekommen, rechtfertigte sie sich nach Ende der Aufgabe. Die Prüfung musste frühzeitig beendet werden und Jamila kehrte mit leeren Händen und ohne erkämpfte Vorspeisen ins Camp zurück. Während Jamila bei ihrer Prüfung versagte, hatte Gigi bei seinem Kampf um die Hauptspeisen mehr Glück. Auf den Reality-Star wartete eine Essensprüfung, in der er sich dem legendären fiesen Fünf-Gänge-Menü stellen musste. Dort verdrückte der 23-Jährige unter anderem einen Schweineuterus und einen Sandwurm. Insgesamt erspielte er drei Sterne und sicherte sich für alle drei FinalistInnen ein leckeres Hauptgericht. In einem geöffneten Glassarg mit rund 15 Kilogramm Mehlwürmern, 25.000 Kakerlaken und mehreren Dutzend Ratten kämpfte Lukas Cordalis in seiner letzten Dschungelprüfung um die Nachspeise für die drei FinalistInnen. Sein Durchhaltevermögen brachte ihm zum Schluss vier Sterne. Somit war sowohl die Nachspeise für alle drei als auch ein persönliches Lieblingsgetränk für Lukas selbst gewährleistet. Neben der unklaren Teilnahme von Schauspieler Martin Semmelrogge, 67, waren die Augen in dieser Staffel besonders auf den neuen Moderator der TV-Show gerichtet. Jan Köppen, 39, trat die Nachfolge von Daniel Hartwig, 44, an und moderierte an der Seite von Dschungel-Urgestein Sonja Zietlow, 54. Die diesjährige Staffel im Camp selbst sorgten vor allem die Diskussionen um Essen, Selbstlosigkeit und Egoismus vorwürfen dafür, dass sich die Stimmung an der einen oder anderen Stelle aufheizte. Während man im Dschungelcamp eher Streitereien um Reis und Bohnen erwarten könnte, ging vor allem der Eklat um Pizza und Bolognese in die Geschichte der Dschungelkonflikte ein. Nachdem Cosimo Ciciolo, 41, und Gigi in einer Dschungelprüfung vier Eier für das Team ausschlugen und sich stattdessen zu zweit auf eine Pizza stürzten, brachte Claudia Effenberg, 57, mit ihrer erfundenen Aussage, sie habe für das erkämpfte Essen auf Spaghetti Bolognese verzichtet, die Stimmung zum Tiefpunkt. Zumindest Gigi konnte bei seinem letzten Dschungeldinner die wohlverdienten Leckereien ohne schlechtes Gewissen genießen. Verwendete Quellen: RTL.